Rieke Diekmann raus, früher Wechsel. Und Kerstin Schermuli kommt rein von Eintracht Wetzlar. Auch in allen drei Gruppenspielen schon zum Einsatz gekommen. Katrin Schermuli, die 18-Jährige mit dem November 19. Einzig noch ohne Einsatzminuten Marie Becker, Joel Wedemeyer. Madeleine Gier, Anna Kling, die dritte Torhüterin, die mit dabei ist, und Franziska Jasa. Ja, klares Vorspiel von Buchanan gegen Petermann. Durchgang 2 läuft, die deutsche Mannschaft von rechts nach links. Die Kanadierinnen in Rot bei ganz ordentlichen äußeren Bedingungen. Schon schwül, 26 Grad, Gewittermöglichkeit besteht, noch alles okay. Aber es ist schon eine kräftezehrende Angelegenheit aufgrund der Schwüle. Gut gespielt, Fletcher. Aber auch da wieder sofort das Doppeln. Man hilft sich gegenseitig, trotzdem kriegt man den Raum da fürs Erste nicht zugestellt. Jekka. Jekka abgefälscht, Eckball. Aber immer wieder greift man sich gegenseitig unter die Arme. Wiebke Meister. Eckball, Emma Fletcher. Kommt ganz gut. Konterchance. Gut, dass Rebecca Quinn den nicht voll trifft. Rebecca Quinn, vor 5 Tagen 19 Jahre alt geworden. Auch Familie, sportbegeistert. Papa Rugby, Mama Basketball, Zwillingsschwester, auch Fußballspielerin. Auch schon Länderspiele bestritten, die Spielerin mit der Nummer 6, Rebecca Quinn. 6 an der Zahl in der A-Nationalmannschaft. Hat debütiert in diesem Jahr, im März. Es wird sehr viel investiert ins Nachwuchsförderprogramm in Kanada. Wie gesagt, diese Olympia-Bronzemedaille von London 2012 hat für sehr viel Euphorie gesorgt. Für noch mehr Aufbruchstimmung. Kanadischer Frauenfußball entwickelt sich. Man darf nicht vergessen, diese Mannschaft hier hat ja gar keine Pflichtspiele bestritten. Auch nicht einfach, da wirklich in Wettbewerbsbedingungen mal zu agieren. Umso bemerkenswerter auch der Auftritt hier. Bislang bei dieser WM, man hat mehrere Trainingslager abgehalten. Aber unter anderem auch mal zu Testspielen in Mexiko, in Mexico City. Hat dort kein Tor erzielen können. Aber auch in der Höhe nicht so einfach. Davor 2 Tests gegen Südkorea. Ungeschlagen. Dann war in den USA im Trainingslager. In Portland. Unter anderem. Die deutsche Mannschaft ja mit 3 Lehrgängen. Beim letzten in Hennef auf Kunstrasen. Auch den Lehrgang absolviert, um sich dann eben an diese Gegebenheiten auch zu gewöhnen. Der Kunstrasen hier, neueste Qualität, neueste Generation, gut zu bespielen. In Montreal war der etwas stumpfer, etwas langsamer. Mit diesem hier kommt die Mannschaft richtig gut zurecht, fühlt sich sehr wohl in Edmonton, hat sich sehr gefreut auf die Rückkehr. Beide Teams wohnen ja im selben Hotel, im Delta Hotel, etwas außerhalb der Stadt. In Montreal wohnte man mitten in der City. Es geht etwas familiärer zu in Edmonton. Meister. Gut, die Orientierung nicht verloren.
Cermoli. Vorteil, Sarah Delbritz mit Tempo. Bremer löst sich. Gut in den Raum gespielt von Delbritz, schade. McNichol dazwischen. Da haben wir sie, die Spielführerin. Mama kommt aus Edmonton hier. Also die Family ist da. Spielt in Wisconsin. Pauline Bremer. Tolles Turnier von ihr. Was die sich aufreibt. Nicht immer auch so glücklich in ihren Aktionen. Stammt ja aus Göttingen. Mit 9 angefangen aufgrund des Films Die wilden Kerle. Und jetzt klare Überzahlsituation. Panfil muss ihn querlegen. Legt ihn quer. Petermann. Nochmal quer. Bremer. Nicht immer glücklich spielt sie. Dicke Chance. Das muss das 2-0 sein. Sheridan hat was dagegen. Ball im Seitenaus. Jetzt können wir nochmal auf die Situation blicken. Wenn die Regie in Kanada das uns mal einspielt. Klasse von Kaylin Sheridan. Ja, werden wir nochmal zu Gesicht bekommen, da bin ich mir relativ sicher. Gedeon. Manju Wilde. Gedeon. Rebecca Knack. Cermoli. Magul. Mal gucken, wie lange sie heute durchhält. Meister. Auch da wieder beide Außenverteidigerinnen rücken mit auf, um Überzahl zu kreieren im Mittelfeld. Vorspiel Delbritz. Eine, die unglaublich Ruhe hat vor dem Tor. Sehr kalt schnäuzig. McNichol. Und lang. Aber was die deutsche Mannschaft gut macht, ist das Stellungsspiel bei diesen langen Bällen. Kaum einmal, dass ein langer Ball über die letzte Reihe kommt. Davor hatte man ein bisschen Respekt. Aber darauf hat sich die Mannschaft sehr gut eingestellt, ist gut eingestellt worden. Auf diese etwaige Gefahr. Man rückt also nicht zu hoch raus, sondern man hat trotzdem eine Kompaktheit. Eine gute Absicherung. Wichtig, um dann eben auch nichts zuzulassen. To Cannon. Eine, die wir möglicherweise auch im kommenden Jahr sehen. Genauso wie Rebecca Quinn oder eine Surajeka, eine Fleming, eine Lawrence. Alles Kandidaten, die eben auch schon Einsätze hatten in der Nationalmannschaft. Guter Versuch von Sarah Delbritz. Abschluss gesucht. Man kann sich wieder stellen, man kann sich wieder ordnen. Dann läuft so dementsprechend nicht in einen Konter rein. Petermann. Cermoli. Ah, Missverständnis kann passieren. Delbritz jetzt deutlich zentraler. Cermoli über links. Delbritz und Magul, zwei spielstarke. Also im Mittelfeldzentrum bei der deutschen Mannschaft. Läuft hier im fast 4-3-3 an.
Janine Becky. Vorbild Sinclair. Ist dieses Jahr in dieses Nachwuchsprogramm aufgenommen worden. Wieder sehr gut verteidigt von Gideon gegen Valerie Sanderson. University of Memphis. Bremer. Gut nachgesetzt von Bremer. Petermann ist die nächste. McNichol legt sich den Ball zu weit vor. Manjo Wilde macht das clever. Wann sehen wir eigentlich nochmal die dicke Chance von Pauline Bremer? Schon ein paar Minütchen her. Auf jeden Fall sehenswert. Bis zum Abschluss. Da muss Michael Kemper kommen, die gut mitspielt. Die deutsche Mannschaft spielt das jetzt wieder abgeklärter. Die Kanadierinnen haben natürlich versucht, hier Schwung reinzubringen zu Beginn dieser zweiten Hälfte. Sind ja noch mittendrin im Spiel. Nichts verloren, nur 0:1 der Rückstand. Aber die deutsche Mannschaft spielt wieder passgenauer. Mit sehr viel Ruhe, mit Souveränität. Mit sehr guter Struktur. Also das kann man sich auf jeden Fall angucken. Da steckt sehr viel drin. Das ist kein Rumgebolze oder so. Gutes bis sehr gutes Niveau. Kampf um den Ball, dann zieht McNichol Panfil. Freistoß Deutschlands. Ja, da legt vorher Panfil den Arm ein bisschen drauf und dann überdreht McNichol ein bisschen. Und überdreht eben den legalen Bereich und dann wird's abgepfiffen. Standardsituation. Standards bis dato gut. Und nun Delbritz. Sheridan. Vorbild. Unter anderem Gianluigi Buffon. Was ich verstehe, Joe Hart, Englands Nummer 1. Ja, hat schon einige Clubs mal gebracht. Aber gut, sie favorisiert auch unter anderem Manchester City. Dementsprechend nachvollziehbar. Spielt in South Carolina in den USA. In der Mitte stehen die bockstark, die deutschen Mädels. Kemper, kein Problem. Nach dem Schuss von Ashley Lawrence, von der man nicht so viel sieht. Vor ihr hatte auch Maren Meinert etwas gewarnt. Aber auch da perfekt eingestellt. Ashley Lawrence, auch schon 8 A-Länderspiele, 2 U17-Weltmeisterschaften schon hinter sich, 2010 und 2012. Im Januar 2013 als 17-Jährige in der A-Nationalmannschaft debütiert. Er kennt natürlich immer den Weg. Andrew Oliveri seit 2012 Trainer der U20 und eben auch sozusagen Sportdirektor der kanadischen Juniorinnen. Oh, Fehler von Sheridan. Stunde vorbei. 1-0 Deutschland. Klare Chance für Kanada gibt es nicht, aber für die deutsche Mannschaft.
gab es schon große Möglichkeiten. Das hätte hier schon 2-0 stehen können. Dann würde man mit Sicherheit Kanada auch wenigstens ein bisschen den Strom abstellen. Aber defensiv ist das eben heute schon sehr, sehr stark. Und die deutsche Mannschaft weiß ja von sich selbst, dass es offensiv immer zu Torchancen kommen kann. Hat auch Maren Meiner gesagt, also da ist sie schon sehr glücklich. Da klappt schon einiges. Das erste Mal, dass sie jetzt mal hinterher rennen müssen, dass der Ball hinter die letzte Linie gekommen ist. Aber sie können nichts draus machen, die Gastgeberinnen. Schuss harmlos von Valerie Sanderson. Gute Vorarbeit im Grunde genommen von Janine Becky. Aber Valerie Sanderson kann nichts draus machen. Auch schon U17 WM gespielt vor 2 Jahren in Aserbaidschan. Halbe Stunde noch bis zum Halbfinaleinzug. Becky. Flanke ist gut. Manjo Wilde. In der kanadischen DNA verankert, nie aufgeben. Die werden nie aufgeben. Ziel war auch von Andrew Olivieri, dass sich der Nachwuchs auch technisch weiterentwickelt. Da sind sie auf einem richtig guten Weg, eben nicht nur über die Athletik kommt. Sondern eben dann auch der A-Nationalmannschaft in Zukunft zugutekommen. In der Vorbereitung den A-Nationaltrainer hinzugezogen, der eben schon ein bisschen was erzählen konnte von großen Turnieren. Flanke ist lang unterwegs, kein Problem für Kaylin Sheridan. Duquesne. Hochinteressante Frisur. Eltern ja aus Jamaika. Jetzt gucken wir mal, was hier sich entwickelt. Immerhin Eckball herausgeholt von Pauline Bremer. Ja, man hat so ein paar Dinge auszutauschen. Auf kommunikative Art und Weise, auch lautstark. So, Sarah Debritz, Linksfüßerin, bringt also den Ball zum Tor. Debritz kommt gut, Pauline Bremer ist da. Markul setzt nach. Das ist mir jetzt eine Stunde vorbei, noch hält sie durch. Oh, schade. Bisschen zu scharf gespielt. Ansonsten gutes Auge von Meister. Da war sehr viel Raum. Buchanan. Auch schon ein Tor erzielt bei der A-Nationalmannschaft. Freistoß Kanada. Maren Meiner beschwert sich da etwas bei der 4. Offiziellen. Bei der Kolumbianerin Martinez. Maren Meiner weiß natürlich auch, auch anhand ihrer Erfahrungswerte. Es bleibt
So knapp. Es ist nur ein 1:0. Eine Abseitsposition mal übersehen, wie beim Führungstreffer durch Pauline Bremer auf Seiten dann der Kanadierinnen. Und schwupp, die Wups, kann es hier schnell 1:1 stehen. Wobei Kanada offensiv insgesamt viel zu harmlos bleibt. Weil die deutsche Mannschaft das eben auch gut verteidigt. Schermoli. Ah, solche Ballverluste sollte man unterlassen. Man befindet sich in der Vorwärtsbewegung, aber was die da abräumen, untereinander, miteinander, Knaak, Gideon, Meister, das ist klasse. Klares Foulspiel für mich. Nee, wird nicht abgepfiffen. Meister stark gegen Becky. Sura Erka. Fleming. Kemper kommt. Gut gerufen. Maike Kemper vom MSV Duisburg. Inka Grings wird genau hingucken. Die Trainerin des MSV. Kemper war schon vor 2 Jahren bei einer U20-WM mit dabei. Gideon und Knaak, beide heute überragend. Schermoli. Gut, setzt sich da durch. Wer hilft? Gutes Auge. Debrez, Ballverlust. Geht jetzt gerade ein bisschen schnell. Die Ballverluste. Becky. Becky. Knaak übernimmt. Ja, Wild ein bisschen zu hektisch. Und Fletcher findet ihre Meisterin in Maike Kemper. Hier, Wilde dagegen 2. Diesmal kurze Zuordnungsprobleme. Und dann agiert Manjo Wilde für mein Empfinden ein bisschen zu schnell. Aber alles gut gegangen. Das ist schon spannend, mein lieber Freund. Also ich wäre dafür, wenn die deutsche Mannschaft jetzt mal einen nachlegt. Dann ein bisschen mehr Ruhe. Weil im Moment findet man nicht zu Entlastungsangriffen Geld für Lena Petermann. Ja, da zieht sie am Trikot, Trikot vergehen. Gelb, nachvollziehbar. Lena Petermann. Aus Cuxhaven. Jetzt in den USA tätig. Lena Petermann war auch fast 3 Jahre nicht in einem Nationalmannschaftstrikot aufgrund Verletzungen, Knie. Erst im März wieder im Rahmen des internationalen Turniers in La Manga wieder von der DFB-Auswahl aktiv. Studiert Sportwissenschaften in Amerika. Noch bis 2016. Dann will sie zurückkehren nach Deutschland. Lena Petermann. Lawrence. Wird heute sehr gut abgekocht. Magul über vorher gehalten. Freistoß Deutschlands. Runde 20 Minuten noch. Ich hoffe, liebe Fußballfreunde, Sie drücken die Daumen weiterhin. Ich weiß, es ist spät, beziehungsweise früh. Kurz vor 3:30 mitteleuropäischer Zeit, aber hilft ja nichts. Hier spielt Deutschland im Viertelfinale einer WM. Und was haben wir für große Erfolge feiern können
bislang in diesem Sommer. A-Nationalmannschaft der Herren, U19-Europameisterschaft in Ungarn der Jungs. Titel wurden geholt. Und wir drücken natürlich den Mädels auch die Daumen. Das ist dann der größte in ihrer Karriere. Eine Weltmeisterschaft gewinnt man eben nicht einfach mal so. Fleming. Aber die Kanadierinnen erhöhen noch einmal den Druck. Im Moment mehr verteidigen als offensiv nach vorne spielen können. Jäcker. Gut. Becky. In der Mitte ist besetzt. Kemper, kein Problem. Aber hinten lang. Da waren sie wieder frei, die Roten. Die Young Canucks. Nicht zu tief positionieren. Das war auch eine Ansage von Maren Meinert. Langer Abschlag von Kemper, der rutscht durch. Das ist Pauline Bremer. Winkel ist ungünstig, liegt zurück auf Petermann. Kommt sie hin? Ja. Eckball. Oh, da haben die Gastgeberinnen aber mal schön geschlafen. Langer Abschlag. Bremer macht das doch gut. Petermann zieht durch. Und Quinn zur Ecke. Kanada wechselt. Campbell kam rein in Durchgang 1. Frühzeitig und nun Amadine Pierre-Louis. Oder Louis. Ja, da kann auch mal Französisch gesprochen werden. Nun neu mit dabei. Bislang einmal eingewechselt worden. Erst eine halbe Stunde WM-Zeit. Und Magul hat heute über 70 Minuten durchgehalten. Und Linda Dallmann kommt ins Spiel. Zwei Essenerinnen jetzt mit Gideon und mit Dallmann. Linda Dallmann heute auch zum vierten Mal eingewechselt. Eckball Sarah Debritz. Petermann. Sheridan. Pierre-Louis, Stürmerin bei den Kanadierinnen. Schermoli, die hat noch Frische. Hat noch Esprit, macht sie gut. Schermoli, ein bisschen zu lang für Panfil. Die Leverkusenerin. Hat sich in Frankfurt nicht durchsetzen können, jetzt also Bayer Leverkusen. Nächstes Jahr steht das Abi an. Der Sportschule, am Sportgymnasium in Leverkusen. Rieke Diekmann, das Geburtstagskind heute, also nach kanadischer Zeit, heute 18 Jahre alt geworden, hat das Abi schon. Früh übt sich. Bremer. Bremer mit Petermann. Bisschen Entlastung. Lawrence. Ja, es wird weiter nach vorne verschoben. Deswegen kommt man früher in die Zweikämpfe im Mittelfeld, unterbindet so den Spielaufbau. Natürlich müssen die Kanadierinnen irgendwann noch höheres Risiko gehen. Es ist ein K.O.-Spiel. Es ist Viertelfinale. Es ist spannend. Also ich brauche keine Verlängerung. Ich glaube sie auch nicht. Dramatik, so viel Dramatik muss nicht zwingend sein. Ich sage es Ihnen gerne. Nordkorea nach Elfmeterschießen weitergekommen. Heute gegen die USA. Thank you.
Bisschen Zeitspiel, Zeitverzögerung, gelb für Meister. Der Sieger dieser Partie trifft auf den Sieger zwischen Frankreich und Südkorea im Übrigen. Zwei Viertelfinalpartien haben wir dann morgen für Sie. 22 Uhr Nigeria, Neuseeland. Da hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Und dann um 1 Uhr in der Nacht die starken Französinnen gegen Südkorea. Keine Auswirkungen, die gelbe Karte für Wiebke Meister. Genauso wie für Lena Petermann nicht. Viertelstunde noch in Edmonton im Commonwealth Stadium. 1:0 führen die deutschen U20 Frauen. Debritz. Platz für Meister. Zu ungenau. Buchanan. Quinn. Ja, weil die deutsche Mannschaft wieder aktiver geworden ist im Mittelfeld, eben nicht mehr so tief hinten drin steht. Deswegen erobern sie jetzt auch die Bälle. Weiterhin will ich viel zu wenig Klares von den Young Canucks. Aufgepasst von Wiebke Meister, die heute auch ein starkes Spiel macht. Defensiv und offensiv. Debritz. Das kann sie. Debritz, jetzt eben 16er. Debritz. Debritz. Spielanteile nahezu ausgeglichen. Hat sie Buchanan wehgetan. Hier in dieser Aktion, da kommt die Grätsche, aber steht schon wieder. Kedesha Buchanan und Krampf. Valerie Sanderson. Ja, das kostet eben auch viel Energie hier. So ein Turnier, diese Witterungsbedingungen heute. Viel Laufarbeit notwendig. Flüssigkeitszufuhr wichtig. Mal die letzten Beratungsmöglichkeiten. So, Sanderson steht wieder.
Wir gehen in die Schlussphase. Wird es die Schlussphase in dieser Viertelfinalbegegnung zwischen Deutschland und Kanada? 1-0 Führung, Treffer aus der 24. irregulär. Puh. Panfil. Vielleicht lieber einen regulären Treffer hinterher schieben. Um völlig auf Nummer sicher zu gehen. Klar wird das dann Diskussionen geben, aber insgesamt ist die Führung ja verdient. Nur dieses Tor hätte halt nicht zählen dürfen. Fakt. Aber insgesamt eine homogene Mannschaftsleistung. Konzentriert. Nur sie müssen es auch nach Hause bringen. Dahlmann. Gedeon. Panfil. Gut verlagert. Debritz spielt das gut. Hinten Überzahl. Das ist die Chance für Bremer. Da muss sie abspielen früher. Es hilft ja nichts. Sie gehen 3-2. Jetzt hat sich Bremer noch wehgetan im Zweikampf da mit Sheridan. Aber da muss der Ball längst kommen für Petermann. Da zögert sie viel zu lange. Die Kaltschnäuzigkeit fehlt heute so ein bisschen. Und Pauline Bremer, die jetzt die Kapitänsbinde trägt für Lina Markul, bereitet Maren Meinert ein paar Sorgenfalten. Agnew kommt ins Spiel für Fletcher. Lindsay Agnew. Papa und Bruder, Eishockey-Freaks. Wen wundert's in Kanada, in Nordamerika, Amerika? Auch schon U17 WM-Teilnehmerin 2012. Ohio State University. Debritz. Kommt gut zum Tor! Rebecca Knack! Weil Sheridan auf der Linie bleibt. Und das war der große Fehler von Sheridan. Diese Eckbälle waren heute fast ausnahmslos gefährlich. Aber da muss die Torhüterin kommen. Das ist 2-3 Meter vor ihrem Tor, diese Szene. Rebecca Knack mit allem, was sie hat, setzte sich dadurch gegen Quinn und schießt Deutschland womöglich ins Halbfinale. Und zwar entscheidend jetzt, so kurz vor dem Ende. Rebecca Knack vom Bayer 04 Leverkusen, aber Vorsicht, Pierre-Louis! Huiuiui. Nicht zu früh, Freund. Größte Chance für Kanada. Rebecca Knack. Erstes Turniertor. Können wir jetzt ein bisschen durchatmen? Wobei, im Sport, im Fußball kann alles so schnell gehen. Wir haben ja noch 7 Minuten regulär. Vielleicht 3 Minuten Nachspielzeit, also haben wir noch 10 vor uns. Aber es sieht gut aus. Und wir haben das ja schon permanent erwähnt. Im Verlauf dieses Spiels, gerade im Durchgang 1 schon die Eckbälle mit großem Potenzial, mit großer Qualität. Da haben die Kanadierinnen permanent Unruhe und Unsicherheiten. Sheridan so gut gespielt, gut gehalten, aber da hätte sie rausgemusst. Die Torhüterin Kanadas. Debritz bringt den Ball super rüber. Bremer, tolle Ball. Arno Mitnahme und Panfil. Ein Wermutstropfen bleibt schon. Wobei, das ist jetzt jammern auf hohem Niveau. Werden wir nochmal das Tor sehen von Rebecca Knack. Effektiv ist die Spielweise vorne nicht. Effektiv ist es hinten.
aber ich sage ihm was, ist mir egal. Wenn die sich fürs Halbfinale qualifizieren, ist mir das egal. Nochmal Pierre-Louis, Gideon, ach, die ist sensationell mit Rebecca Knark heute. Super Spiel. Maren Meinert da unten. Das ist die Torschützin. Fünf Minuten. Foul, Freistoß, Kanada. Die geben nicht auf. Nur zu 2 gegen Finnland gedreht. Da haben sie aber eine komplette Hälfte Zeit gehabt. Hier tickt die Uhr für Weiß und in Weiß. Deutschland will gleich nochmal wechseln. Erstmal dieser Freistoß, gefährlich. Zum ersten, zum zweiten und drüber. Puh. Lindsay Agnew. Jetzt überlegen wir mal die eine Chance. Pierre-Louis und jetzt Agnew. Wie schnell kann das gehen? Es ist gut gegangen. Agnew hier, abgeblockt von Manjo Wilde und dann nochmal die Chance. Da hat sie zur Rücklage. Wiebke Meister, tolles Spiel von ihr, von der Linksverteidigerin. Eine andere Linksverteidigerin kommt. Bislang Stamm linksverteidigt in der Gruppenphase. Felicitas Rauch vom 1. FFC Turbine Potsdam. Also zwei, die sich kennen aus dem Verein. Die Kanadierinnen werfen alles nach vorne. Mit 5, 6 sind sie da im Strafraum. Manjo Wilde. Ja, da muss Panfil jetzt mit zurück. Ansonsten steht Wilde da immer gegen 2. Theresa Panfil. Delbritz rüberlegen. Ah, falsche Entscheidung. Macht's nicht mehr spannend. Gideon, was die abläuft und rausrückt. Super Auge. Super Stellungsspiel. Einfach auch gutes Spielverständnis. Gideon. Ja, das ist Verzweiflung. Kein Problem für Maike Kemper. So, jetzt ein bisschen an der Uhr drehen. Rauch. Man hat es gehört. Lang, lang, lang. Schermoli, Rauch. Man bringt sich da so ein bisschen selbst in Bredouille. Einwurf Kanada. Ja, man hätte den ersten Ball schon lang schlagen müssen für die Zitters Rauch. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber man hat es deutlich von unten gehört. Duken, Stürmer voll. Oh, Freistoß. Kanada. Oh, gelb für Rauch. Also das habe ich ja völlig andersrum gesehen. Das wird als absichtliches Handspiel hier bewertet. Schauen wir mal hin, hier. Da rennt Buchanan Rauch um, die sich natürlich geschickt in den Weg stellt. Ja, und dann? Den Freistoß habe ich so nicht gesehen. So, Freistoßspray. Ja, man kann das auch ein bisschen eleganter hinsprühen. Frau Diorio. So sieht man es ja gar nicht. Das Spray ist übrigens auf der 16er-Linie auch nicht sichtbar. Wie auch. Weiß auf Weiß. Das ist fast die ostfriesische Nationalflagge. Weißer Adler auf weißem Grund. Freistoß kommt. Kemper sicher. Gepflückt. Minute regulär. 3 Minuten Nachspielzeit. In 3 Minuten schießt Kanada keine 2 Tore. Oder in 3,5.
Das wird nicht passieren. Kemper. Kemper. Rebecca Knack. Keine gesperrt fürs Halbfinale. Nur Gideon war vorbelastet. Bebritz hilft hinten mit aus und das ist Fleming vorbei. Nachspielzeit läuft. Deutschland steht kurz vor dem Halbfinaleinzug und dann bleibt die Mannschaft auf jeden Fall bis zum Ende dieser WM hier in Kanada. Am 24. August, am Sonntag, das Spiel um Platz 3. Aber diese Truppe will natürlich dann mehr. Dann will man auch ins Finale. Egal wer da kommt, ob Frankreich oder Südkorea im Halbfinale. Kann ich schon mal sagen, das Finale ist dann in der Nacht von Sonntag auf Montag. Um 1 Uhr nachts. Egal. Müssen sie wieder rein. Ran. Wecker stellen, wach bleiben, was auch immer. Übrigens, vielen, vielen Dank fürs Wachbleiben jetzt schon mal. Es ist Wochenende. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher als dann werktags. Aber wir haben ja auch schon fast 10 vor 4. Und toll, dass sie mit dabei sind, dass sie die Mädels unterstützen und mitfiebern. Jared Denton gegen Petermann. Weiter geht's. 90 Sekunden noch. Und wenn Sie mögen, Halbfinale. Und ich glaube, Sie sind doch hoffentlich auf den Geschmack gekommen. Nach dieser starken Leistung der deutschen Mannschaft. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. 1 Uhr, Halbfinale dann aus Montreal. Deutschland gegen Frankreich oder Südkorea. Nochmal aufpassen jetzt. Nee. Die Kanadierinnen fangen zu spät an. Beide mit klasse kämpferischer Leistung, aber die deutsche Mannschaft wird hier verdient gewinnen, weil sie strukturierter spielte, reifer spielte, organisierter mit einer bockstarken Abwehr. Ausnahme jetzt so ein bisschen die Schlussphase. Da ist dann vielleicht die Erleichterung zu groß gewesen nach dem 2-0 von Rebecca Knack. Aber insgesamt war das exzellent, wie man es verteidigt hat. Vorne fehlt etwas die Effektivität, aber es reicht ja. Und es reicht. Eins und irregulär, aber das zweite glasklar. Blitzsauber und regulär. Und somit steht die deutsche U20-Frauen-Nationalmannschaft im Halbfinale. Im Halbfinale dieser U20-WM. Die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Die Juniorinnen machen so viel Spaß. Der Gastgeber ist draußen. Gegen den muss man erstmal gewinnen. Natürlich ist da die Enttäuschung groß. Das ist auch was Besonderes für die deutschen Mädels hier gegen die Gastgeberinnen gespielt zu haben. Aber sie gewinnen verdient. Zu null gewonnen. Und ab geht's nach Montreal ins Halbfinale. Gratulation an das Team von Maren Meinert. Super. Merci de votre attention.